Im sogenannten prozeduralen Gedächtnis werden erlernte Fähigkeiten, Bewegungsabläufe und Gewohnheiten im Kleinhirn gespeichert. Das deklarative Gedächtnis sammelt episodische und semantische Informationen wie Namen, Sprache, Erfahrung. Beim Lernen sollten möglichst viele Bereiche des Gehirns beansprucht und aktiviert werden, auf beiden Gehirnhälften. Erinnerung ruft eine Kette von untereinander verknüpften Sinneseindrücken ins Gedächtnis.